Hey YouTube, wir sind wieder zurück. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar müssen wir Zwirklop. Oh, das ist nochmal ein Enteron. Oh, aber ein böses. Ein sehr, sehr böses. Den gehen wir mal lieber aus dem Weg. Warte mal, können wir von hier aus oben drauf? Tatsache. Gibt es hier oben irgendwas Cooles überhaupt? Ich glaube nicht. Naja, wir müssen Zwirklop auf jeden Fall zurückbringen. Ah, sind da wieder Aprikoko. Nein! Es rennt weg! Ein Togepi! Sind zum ersten Mal ein Togepi begegnet. Ich hoffe, wir können es fangen. Drehen Sie sich bitte um, damit unsere Erfolgschancen höher sind. Perfekt! Hä? Habe ich das zu niedrig geworfen? Haha! Oh, bitte bleib drin. Bitte bleiben Sie drinne. Nice! Unser erstes Togepi. Level 32. Jetzt machen wir was zu essen. Wünsche dir viel Spaß bei Pokémon. Hoffe, du schaust dann bei mir auch rein. Auf jeden Fall, The White Crown. Und haust rein. Ich wünsche einen guten Appetit. Und danke nochmal für den fetten Raid. So, das ist noch ein Griffel. Das sind noch Aprikoko. Die Aprikoko werden wir uns auf jeden Fall gönnen. Aber. Watri haben wir schon ein paar Mal gefangen. Außer uns entdeckt. Ja, meins. Ist das ein Pokémon? Nee, ist einfach nur ein Honig. Ach, cool. So. Ach, der chillt da rum. So. Wir haben Zwirklop dabei. Hast du es dabei? Du weißt schon, das Pokémon, dessen Name mit Z beginnt und P endet. Yes. Gott, wir müssen unsere Weide auch mal aussortieren. Zwirklop, auswählen. Einfach Kev. Okay, dann nenne ich dich ab jetzt Kev. Das ist also dabei. Lass es bloß nicht raus. Gut, Marcel, wenn du so entschlossen bist, auf Salmagnis Rücken zur Feuerspeiinsel zu schwimmen, werde ich meinen Teil dazu darbringen. Normalerweise lasse ich mir an dieser Stelle von Rana helfen, oder besser gesagt, von ihrem Vulcano. Doch diesmal musst du aushelfen. Schließlich willst du von Salmagnis anerkannt werden. Wenn ich dir das Zeichen gebe, lässt du das Pokémon die Attacke Finsteraura einsetzen. Okay. Drei? Zwei? Ich habe einfach zu viel Angst. Ja, dann geh weg. Los, nochmal. Na gut, das Runterzählen hat mich noch nervöser gemacht. Am besten, wir legen einfach gleichzeitig los. Los! Nice. Geht doch. Ein köstlicher Duft breitet sich aus. Salmagnis Lieblingsspeise ist fertig. Ist am liebsten, glaube ich, selbst einfach mal essen. Du hältst einen Salmagnis-Glos. Salmagnis-Glos, die Lieblingsspeise des Reit-Pokémon Salmagnis. Die Materialien wurden auf ungewöhnliche Weise gesammelt und dann auf ebenso ungewöhnliche Weise zubereitet. Das Aroma? Perfekt. Die Form? Auch perfekt. Besser hätte dieser Salmagnis-Glos nicht werden können. Dann sollten wir uns nun zum Ginkgo-Strand aufmachen, wo Salmagnis auf uns wartet. Immer auf der Suche nach chilligen Streamern im Hintergrund, während man selber grindet. Nice, Vajux, dann bist du hier auf der richtigen Stelle. Hoffe ich mal zumindest. Ich hoffe, dass ich chillig bin, will ich. So. Na gut, dann auf geht's, ab geht's. Da oben sind noch mehr Aprikoko. Ja gut. Das Fittlauch nehmen wir noch mit. Hey, was ist das denn? Oh, gegen das fette Ding wollen wir, glaube ich, lieber nicht kämpfen. Aber diese Knalldinger nehmen wir noch mit. Die sind doch Knall. Wer sind die? Knallmoos. So, ein herzliches Hallöchen. Ich habe schon auf dich gewartet, Tatsumaki. Hallo, Mr. Astronaut. Herzlich willkommen. Hallo, Suzuki. Ach, Rana ist auch da. Ach, sein Gesicht. Oh, Rana, ist es nicht schlecht, wenn wir zusammen gesehen werden? Tatsumaki will uns schon nicht verraten. Außerdem wollten meine Vulcano und ich Salmagnis so gerne mal wiedersehen. Wie du meinst, dann werde ich Salmagnis jetzt rufen. Dieser Sound, ey.
Grüße, Kollege, er hat's zerlöschen. Ach, das ist das Ding. Sieht eigentlich schon prächtig aus. Soll mal. Morgen Zeugnisse. Oh, ich drück die Daumen. Das ist deine Chance dazu, Marke. Gib's allen Marken nicht den Klos. Gegen den Kopf schmeißen, bam. Du wirfst halt Magnus den Klos zu. Flup. Aber? Salma. Salmagnus. Uff, Glück gehabt. Ich hatte schon befürchtet, dass es nicht auftauchen würde. Dann lass mich dir noch die Melodie beibringen, mit der du Salmagnus rufen kannst. Die gleiche Melodie, mit der wir alle anderen Pokémon auch rufen. Sind seit Stunden auf der Suche nach Mamfaxo. Find den einfach nicht. Das muss ich mir, glaube ich, auch noch zur Aufgabe machen. Aber noch nicht jetzt. Salmagnus hat sich deine Melodie eingeprägt. Du hältst die Wassertafel von Salmagnus. Das sind ja schon 5 von 10 Tafeln. Dieser Steintafel wohnt die Energie des Typs Wasser inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typ Wassers. Fun Fact, das ist die Melodie von Pokémon Pearl und Diamant. Startbildschirm, Fun Fact. Okay. Dankeschön. Gut zu wissen. Salmagnus wird es dir ermöglichen, das stille Binnenmeer zu überqueren und so die Feuerspeierinsel zu erreichen, Tatsumaki. Ich hoffe, wir werden auf dem Meer auch einige andere Pokémon begegnen, die wir einfangen können. Kano. Ich gratuliere dir, Tatsumaki. Fuka. Rana? Haben die was miteinander? Ich habe dir ja bereits erzählt, dass der frühere König dieses Vulkano hier gerettet hat. Damals haben Suzuki und Salmagnus auch mich vor dem Tode bewahrt. Seither empfinde ich große Zuneigung für Suzuki. Aha, doch wie du vielleicht weißt, gibt es einige, die schlecht über mich reden. Deshalb treffe ich mich normalerweise nur mit Suzuki, wenn uns niemand dabei sieht. Ich möchte nicht, dass dein Ruf darunter leidet. Natürlich habe ich dich gerettet, Rana. Das hätte jeder andere doch auch so gemacht. And there were roommates. Dein mutiger Einsatz hat mich dazu inspiriert, selbst Courage zu zeigen und Vulcano nicht gegen seinen Willen zum nächsten König zu machen. Lassen wir das Thema lieber. Fuka! Hört gut zu. Wenn die große Schwester spricht, Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten, ist ja der Dorn in eurem Auge. Ich bin so stachelig, dass ich es selbst kaum glaube. Die mittlere Schwester, das bin ich. Ihr habt keine Chance, nicht gegen mich. Ich kralle mich fest, ihr werdet mich nicht los. Ephelia ist der Name, merkt ihn euch bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand erstick ich prompt im Keim. Mein Name ist Nessia, ein Talent so reich, wer sich in die Nesseln setzt, bereut es gleich. Wie Unkraut werden unsere Namen ohne Frage im eisigen Hisui tiefe Wurzeln schlagen. Vor euch stehen die unbeugsamen 3. Unkraut vergeht nicht, es ist vorbei. Und jetzt schnappen wir uns dieses Vulcano. Ich glaube nicht. Ihr wollt euch meinen Partner stoppen. Spart euch die Scherze für eure lächerliche Vorstellungsnummer. Ganz genau. Gleichen wie damals. Ja. Jetzt Gengar. Oh, ich will auch einen Gengar. Ich will auch einen Gengar. Fuka! Dein Ernst? Als ob sie damit durchkommen. Vulcano gehört uns. Nur wegen der Engstirnigkeit des Diamant- und Pearl-Glanz haben wir es hier in Hisui so schwer. Wenn wir in Freiheit leben wollen, brauchen wir mächtige Pokémon. Deswegen werden sie geklaut. Wir werden nicht nur dafür sorgen, dass Vulcano richtig stark wird. Wir werden es sogar zu einem König machen. Gehen wir zurück in unser Versteck. Dort ist es so heiß, dass uns niemand stören sollte. Wie wär's, wir halten sie einfach auf? Sie stehen direkt vor uns. Wie wär's, wir holen Pokémon raus und kämpfen gegen sie? What? Die haben einfach zugeguckt. Die haben einfach zugeguckt, wie sie entkommen, wie sie ihr Vulcano klauen. Was? Nein, Vulcano, ihr bist selbst schuld. Oh Gott. Aber was machen wir denn jetzt dazu, Magi? Das ist ganz und gar nicht gut, oder? Ich habe meinen Partner noch nie kämpfen lassen.
Bruh. Bitte, Tatsumaki, du musst meinem Fukano helfen. Dieses Pokémon liegt mir sehr am Herzen. Sie haben gesagt, ihr Versteck sei an einem Ort, an dem sie niemand stören würde. Fällt nur ein Ort im Kobaltwüstenland ein, auf den diese Beschreibung passt. Die Feuerspeierinsel. Da sind wir doch eh gerade auf dem Weg hin. Mit Salmagnes Hilfe solltest du es jetzt auf die Insel schaffen. Auch ich möchte dich inständig bitten. Rette Ranas Fukano. Natürlich. Easy peasy. Gehört halt zur Mainquest, ne? Danke, vielen Dank. Wir werden auch zur Insel aufbrechen. Halt, Rana, du solltest bei dem kleinen Fukano bleiben und hier warten. Ich werde mit ihr zur Insel gehen. Uff, eine Insel voller Blitze und Banditen. Aber egal, ich muss das tun. Lass uns gehen, Tatsumaki. Das ist wahre Liebe. Ach, bezüglich Salmagnes. Es kann nicht nur schwimmen, sondern auch in die Höhe springen. Okay. Und das sogar zweimal hintereinander. Außerdem solltest du in der Lage sein, von seinem Rücken aus Items zu werfen. Ich schätze, jemand mit deinen Fertigkeiten könnte so auch Bälle werfen und Pokémon fangen. Ja, das wollen wir auf jeden Fall machen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein geiles Wasser-Pokémon. Ich muss erst etwas Mut tanken, bevor ich aufbrechen kann. Warum gehst du nicht schon mal vor? Ja, ja, aha. Bis er ankommt, haben wir wahrscheinlich alles schon erledigt. Du kannst dann Magnus nun zu dir rufen, um auf ihm über das Wasser zu reiten. Drücke den Plusknopf oder den A-Knopf, wenn du dich im Wasser befindest, um per Salmagnes Ritt das Wasser zu überqueren. Während du auf Salmagnes reitest, kannst du auch weiterhin Items werfen. Außerdem kannst du während des Sprungs ganz in Ruhe zielen. Okay. Dann. Hallo? Aha. Los. So. Aber wo müssen wir hin? Lass mal sehen. Wir müssen zur Feuerspeierinsel. Hier sind auch einige Inseln, die wir eigentlich besuchen könnten. Ich will mal gucken, was es da so gibt. Lass uns mal die Insel erkunden. Moment, das Husten. Guck mal, da ist doch schon ein Pokémon. Es sind sogar schon mehrere Pokémon. So. Kann also zweimal springen. Oh. Wie springe ich denn? Ich habe keine Ahnung. Erstmal einen Superball werfen. Schleichen wir uns so an? Nee, ne? Aber es kommt von hinten. Schon mal ganz gut. Aber wie springen wir? Aha. Ach, das ist ja geil. Das ist cool. Ist er drin geblieben? Er ist nicht drin geblieben. Du Sack. Bleiben Sie drin. Hallo? Zack. So. Zack. Da. Eine Verzerrung des Raumzeitgefüges bahnt sich an. Oh, das haben wir noch nie gemacht. Lass mal machen. Das ist das erste Mal, dass einer auftaucht. Ich will hin. Let's go. Springen. Bam. Und nochmal. Zack. So, was jetzt hier? Was geht hier ab? Ich glaube, ich speichere mal vorher. Viel Spaß. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Du musst da drin aufpassen. Sehr coole Pokémon. Das hört sich gar nicht gut an. Tangelas. Aber Tangelas sind ja normal. Oder? Ich bleib mal im Gras. Inazuma 2.0. Aha. Hat auch nicht angefangen, dauert ein bisschen. Okay, okay. Dauert ein paar Minuten. Na gut, in der Zeit können wir vielleicht noch einen Tangela fangen. Lass mal hier absnipen. Zack. Nice. 3 von 3. Oh, das können wir auch fangen. Kurz gucken. Bam. Nice, auch von hinten. Sehr schön. Wann geht's los? Come on. Ich bin gespannt. Bin zurück, by the way. Hi, Oso. Willkommen zurück. Dauert ein paar Minuten. Vielleicht können wir gegen Tangela mal kämpfen. Hallöchen. Level 40. Gegen Level 28, ja, der sollte, glaube ich, schnell down sein. Ist sogar sehr effektiv. Dann normales Flammenrad. Bams. Volltreffer. Okay. Hm?
Komm, wir können noch eins besiegen, oder? Sollte, glaube ich, machbar sein. Zack. Können wir direkt nochmal ein Flammenrad machen. Nice. Haben wir schon gegen die gekämpft eigentlich? Ich glaube, wir haben schon gegen die gekämpft, ne? Lass mal nochmal kämpfen. Ist nicht geflohen. Komm, machen wir Flammenwurf. Wahrscheinlich Overkill. Ja. Wie lange muss man denn da warten? Ja, das frage ich mich auch gerade. Komm, wann geht's los? Vielleicht sollte ich auch kurz mein Pokémon mal heilen. So. Ich glaube, langsam geht's los, oder? Die Musik wird auf jeden Fall krasser. 13. Ding der Kraftblut lang? Bestimmt, oder? Du musst auf jeden Fall im Busch warten. Okay, dann machen wir das mal. Ja, ist down. Wo war der Busch nochmal? Hier. Oh, es geht los! Es geht los! Was ist passiert? Also noch sehe ich keine Pokémon. Oh, Pantimos! Level 30. Ich habe noch keinen Pantimos. Hier. Drehen Sie sich bitte um. Falsche Richtung. Ich würde doch gerne hier einen Evoli fangen. Zack. Oh nein. Aber mit Schwerball könnte ich hier benutzen. Gegen Pantimos. Nein, das andere. Das hier. Pantimos, hallo. Ja, komm. Zack. Kann ich das mit dem Schwerball abwerfen? Glaube ich nicht. Zack. Ist das Evoli drin geblieben? Ich weiß nicht. Und nochmal Pantimos. Könnte ich auch nochmal Schwerball nehmen. So nah wie er ist. Zack. Dann fangen wir auch gleich nochmal ein. Zack. Oh! Oh oh. Ach du Kacke! Oh, wie geil ist das denn? Welches Level sind die? 43! Holy crap! Oh shit! Oh shit! Hier, Pokémon. Zack. Das war nicht gegen das ich kämpfen wollte. Oh Gott, wir sind so am Arsch! Oh, wir sind sowas von am Arsch! ...33 Magneton. Was ist das? Bürde. Effektiv. Machen wir Kraftbürde. Ich hoffe, dass er nicht stirbt und wir nehmen einfach direkt einen Superball, um einen Magneton einzufangen. Oh, es ist noch nicht tot. Sehr gut. Oh, shit. Nehmen wir Wasser. So, nehmen wir gleich einen Hyperball, um nur mal sicher zu gehen. Let's go. Nice. Nee, nee, nicht gegen Elektro, gegen die hier. Oh shit. Mit Risikotackle nicht, ja, gibt ein bisschen Rückstoß, auch nur ein bisschen. Ja, Wasser ist sehr effektiv. Ich würde am liebsten eigentlich fliehen.
Achso, ich mach eine Attacke mit ihm und dann versuche ich das Ritzero zu fangen. Am besten Flammenwurf. Ach du Kacke. Kadabra. Dagegen war nichts gut. Nee, absolut nicht. Oh Gott. Psychoklinge. Kraft. Machen wir direkt Kraft. Hoffentlich ist nicht direkt tot. Nee. Wie auch. Hat aber besiegt. Ist okay. Dann mal Felinare rein. Und der Hoffnung, dass wir es mit dem ersten Hyperball einfangen. Ja, bitte. Habe ich das Falsche gerade erwischt? Ne, ist drin geblieben. Nice. So. Ja, jetzt fliegen wir auf jeden Fall. Was? Die Initiative ist so winzig. Flucht. Ja. Bisschen kommen, sehr schön. Gut, jetzt müssen wir Sachen einsammeln. Leuchtstein, Schwarzglanzstein, was haben wir hier noch so? Leistungssand. Ein paar Sachen eingesammelt. Was ist das hier? Grünstück. Was bringen Grünstücke? Purpurstück. Was ist das gut? Ach du Kacke. Jetzt wird Pokémon auf uns zukommen. Oh shit. Kann man da überhaupt entkommen? Oh shit. Ich weiß nicht, für was die gut sind, aber ich sammle sie einfach mal ein. Das ist ganz schön stressig hier. Muss ich alles einsammeln? Bringt das was, wenn ich alles einsammle? Sternstaub, Excuse me? So. Ist das hier? Magmasierer. Grünstück. Ich glaube, die Sachen, die wir hier finden, sind richtig cool. Oh, dammit. Magneto haben wir noch nicht. Ich hoffe, ich treffe es. Ich hoffe, es bleibt drin, ne? Das wäre fantastico. Nice. Die können wir gerne gestohlen bleiben. Haben wir jetzt alles eingesammelt, was es gibt? Ah ne, da ist noch eins. Erstmal eine Runde speichern. Damit kann man Magma entwickeln. Okay, gut zu wissen. Dankeschön. Haben wir so einen Stinker schon? Kann sich einfangen. Ich kann nachgucken. Ja, wir haben so einen Stinker schon. Was haben wir hier noch Schönes? Purpur Stück. Ich glaube, wir haben alles eingesammelt, oder? Kann ich, während ich hier drinnen bin, Sachen herstellen? Tatsache. Beleber brechen wir ein paar. Kann nur einen Beleber herstellen? Und das Husten. Oh, es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir haben's. Wir haben es überlebt. Nicht alle meine Pokémon haben es überlebt, aber wir haben voll viel coole Sachen gesammelt. Und auch einige coole neue Pokémon gefangen. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern an der Stelle ab. Es war eigentlich recht erfolgreich, würde ich sagen. War eigentlich eine geile Runde. Und die Folge geht wieder viel zu lang. Macht aber nichts, weil wir haben hier spannendes Zeug erlebt. Wir gehen auch gleich zum Professor nach der Folge, bei der nächsten Folge, und geben mal die Pokémon ab, weil wir haben viele Pokémon gefangen. 85 verschiedene Pokémon sind schon in unserem Pokédex. Und dann würde ich sagen,
Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke anzumachen. Wenn ihr das Ganze live sehen wollt, dann schaut bei Twitch vorbei. Also dann, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Absolute Ehrenleute. Ciao, ciao.